Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial. Und zwar heute ein etwas anderes Tutorial. Zwar auch noch mit Minecraft bezogen, aber es geht heute nicht um ein Plugin, sondern um eine Grundlage. Und zwar, ich habe mehrfach die Anfrage jetzt bekommen, wie man diese Start.bat-Datei, von der ich, oder die ich immer benutze, mein Service-Tutorials, wie man die macht, weil bei einigen funktioniert das nicht und weil dafür braucht man eine kleine Einstellung. Grundlegend ist die Einstellung immer die gleiche, ist sie bloß manchmal bei Windows 10, glaube ich, ist sie bloß ein bisschen woanders, aber auch ungefähr ähnlich. Also, als erstes habe ich hier einen Testserver, da ist nichts drin, darum geht es hier aber auch nicht. Und zwar, wir löschen diese Start 1.8.8.bat, weil die möchte ich jetzt mit euch zusammen neu machen. Das heißt, ich lösche sie, die ist jetzt hier nicht mehr drin. Und ja, aber wir haben hier noch unsere Spygot-Datei. So, dann schließe ich diesen Ordner wieder und hier habe ich jetzt die Start 1.8.8.bat. So. Wir möchten jetzt diese Datei von Hand machen. Ich zeige euch jetzt genau, wie ihr diese Datei selbst machen könnt. Und zwar geht auf Neu, dann auf ein Textdokument. Könnt das jetzt halt Start nennen einfach. Öffnet diese dann. Ich benutze hier für das Programm Notepad++. Einfach, weil es halt besser viele Optionen hat und auch besser zur Verwaltung von Dateien ist. Ihr könnt aber auch den Standard-Texteditor benutzen. So, jetzt habe ich diese Datei geöffnet. Dann habe ich diesen Code auch schon beim letzten Mal in die Beschreibung gepackt. Diesen kopiere ich jetzt noch einmal und packe sie hier herein. So, das kann alles weg. Das brauchen wir nicht. Es geht einfach nur darum, dass die Datei startet. Das heißt, genau das gleiche wie hier. Das kann alles weg. Und zwar, kurze Erklärung. Dieser Pfad ist mit das Wichtigste. Das heißt, weil dieser Pfad hier ist bei jedem User unterschiedlich. Zum Beispiel ist es bei mir, da ich Java 8 nutze und der Computer C, dann Programme Data müsste es gewesen sein. Ach ne, Programm Files, genau. Dann Java. Hier sehen wir schon JRI. 1.8, dann im Bin-Ordner und da sucht euch diese Datei, die java.exe. So. Dann klickt ihr hier oben einmal rein und ihr seht, ihr habt jetzt schon diesen Pfad. Und den kann ich jetzt auch hier ganz einfach reinkopieren. Und dann fügt ihr mit Backslash java.exe einfach hinten ran, weil die Datei standardmäßig so heißt, diese hier. So, und dann habt ihr schon den Pfad festgelegt. Das ist mir das Wichtigste. Das andere sind einfach nur Optionen, wie viel er maximal benutzen soll. Und ja, an Arbeitsspeicher. Und dann hinten halt noch minus jar, weil es eine jar-Datei ist. Und den Dateinamen. Dieser Dateiname müsst ihr immer gucken. Er muss in dem gleichen Ordner sein wie diese Startdatei. Das heißt, in meinem Fall kommt die Startdatei hier rein und hier sehen wir schon Spygot 1.8.8.jar. Das heißt, da ist sie. Das funktioniert also. So, dann können wir die einmal speichern. Aber jetzt haben wir noch keine Bat-Datei. Jetzt sehen wir nur, wir haben eine Startdatei, eine Textdatei. Das heißt, wir gehen jetzt auf Speichern unter, gehen jetzt auf unseren Desktop. Und hier sehen wir jetzt auch schon ganz viele Sachen, als was man das alles abspeichern könnte. Und wir gehen hier rauf und speichern dann unter Batch-File. So, das heißt, Start.bat ändert er auch schon automatisch schon und speichern sie dann einfach. So, gespeichert, jetzt sehen wir hier oben, oh, eine Datei, eine Start.bat-Datei. Und wenn wir die jetzt öffnen, ist es die gleiche wie hier. So, das heißt, es funktioniert. Ich kann jetzt hier auch einmal noch was reinschreiben. Echo, YouTube Tutorial. Speichern und wenn wir die jetzt so starten, sehen wir hier schon, er startet alles, Loading Libraries und jetzt findet er aber die Java-Datei nicht. Das heißt, es wird nicht funktionieren. Genau, jetzt haben wir Logs, Euler und Server Properties, aber mehr konnte er nicht erstellen. So, das heißt, wir kopieren, ich sag jetzt ganz schön auf, das heißt, naja,
Jetzt kopieren wir diese Datei hier rein. Ist dann irgendwie start.bat. Und jetzt können wir das Ganze einfach starten. Die Tutorial wieder. Er fährt alles hoch. Greift gleich auf diese Spygot-Datei zu. Und da läuft auch schon alles. So und so schnell habt ihr eure BAT-Datei erstellt. Und das können Sie auch wieder stoppen. Und wenn bei euch diese Änderungen nicht angezeigt werden, das heißt, wenn da nur Start steht und nicht .bat, so weiter. Das heißt, ihr könnt, also wenn das nicht da steht, dann müsst ihr auf Extras, Ordneroption gehen, auf Ansicht. So, und jetzt müsst ihr, da gibt es ein kleines, verschlüsselte, versteckte Dateien, genau, das war das. Wo ist die Option? Und hier, und dann ist hier bei Erweiterung bei bekannten Datei, Erweiterung bei bekannten Dateitypen ausblenden, ist normalerweise angekreuzt. Und da müsst ihr einfach den Haken rausnehmen. Und dann habt ihr auch schon diese Endung hier. Mit diesen, wenn ihr diese Endung habt, könnt ihr auch sie ganz einfach umbenennen und somit sogar die Datei verändern. Zum Beispiel TXT. Fragt ihr euch und jetzt, also Sicherheitsabfrage, und jetzt habt ihr eine TXT-Datei. Das gleiche geht auch wieder zurück. Manchmal kann es dabei natürlich zu Fehlern kommen, deswegen sollte man es eigentlich nie auf diese Art machen, aber meistens klappt das auch. So, ich habe sie jetzt einmal geändert, hin und her, und sie funktioniert immer noch. So, das war es eigentlich auch schon zu dem kurzen Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Daumen nach oben da oder abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst, und es hilft mir immer. Und ja, wenn ihr Fragen habt oder weitere Vorschläge, immer in die Kommentare posten. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Tutorial. Bis dahin, haut rein, Leute. Tschüss.